Ja, Babette, es gibt eine Fortsetzung von Top Gun. Willkommen zu Leute heute. Mehr als 35 Jahre nach dem Blockbuster Top Gun kommt jetzt Top Gun Maverick in die Kinos. Tom Cruise hat den Film gestern in San Diego, Kalifornien vorgestellt und er ist nicht wie die anderen Stars mit der Limousine vorgefahren. Er hat sich für einen Helikopter entschieden. Im Prozess zwischen Johnny Depp und Amber Heard hat die Jury bisher dem Hollywood-Star zugehört. Gestern dann ist sie zum ersten Mal im Zeugenstand gewesen, um ihre Version der Geschichte zu erzählen. Und die hört sich ganz anders an. Ja, zwei Menschen, zwei Geschichten. Und jetzt zwei Menschen mit einer Geschichte. Sönke und Wotan Wilke Möhring. Die Brüder haben ein gemeinsames Buch über ihr Leben geschrieben. Wer wäre besser geeignet, einen britischen Designpreis zu vergeben, als die wohl wichtigste Modebotschafterin des Landes, Herzogin Catherine? Mehr über ihren Auftritt gibt's gleich. Willkommen zurück. Königin Margrethe von Dänemark hat ihre Jahre. Ab sofort gibt's noch mehr Schlager aus dem Hause Reim. Julian Reim, 25 Jahre alt, bringt morgen sein erstes Album heraus, inklusive Duett mit seinem Vater Matthias. Mit meiner Kollegin Claudia hat er über die Musik gesprochen, seine Babyschwester und das Leben am Bodensee. Ja, und bei uns geht's morgen weiter um 17:45 Uhr. Ich freue mich auf Sie. Schönen Abend. Tschüss.